Dann würde ich sagen, interagieren wir und machen die Scheiße. Was hat Alter ihr diesmal zu sagen? Was hat uns Alter ihr diesmal zu sagen? Das ist die Frage, um die es gilt. Ja. Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria, als wir Masyaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, Altair. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Sprich vernünftig. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon. Aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß darin, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, fast tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier, in diesen Straßen, spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Lasst sie sprechen! Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Sef sterben? Sucht ihr die Wahrheit oder einen Vorwand für Rache? Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln. Gebt uns den Apfel, Alter ihr, und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, Alter ihr. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Bevor ich euren Sohn richtete, sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Altair! Altair! Nein! Sei stark, Altair. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn!
Nehmt den Apfel! Schnell! Haltet ihn schnell! Oh Mann. Die sind alle dumm. Und Maria ist jetzt tot. Jetzt erledigt ihn! Laufen wir schnell ins Dorf. So schnell wie möglich ins Dorf laufen. Vater, ich erhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Darim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie. Über euch! Hier entlang. Wo ist Mutter? Sie ist tot, Darim. Tut mir leid. Da vor uns! Was? Wie? Später. Zuerst kämpfen wir. Folge mir. Komm, Sohn. Wir müssen nicht kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. Komm, wir gehen. Wir müssen fort von hier. Gehst du überhaupt? Nein! Sie dürfen uns nicht erwischen! Was war das, der meinen Bruder ermordete? Deinen Bruder, Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Eines Tages wird er büßen. Ja, das stimmt. Hilfe! Eine Assassine! Ich weiß nicht, was hier. Lauf zur Maschine! Das unschuldig euch in Sicherheit! Kachelzin! So eine Scheiße! Malik ist tot, Seth ist tot, Maria. Aufpassen! Hören Sie! Bitte Gott, lass mich leben! Ja.
unschuldiger Zuschauer. Es ist Zeit zu gehen. Das ist es wohl. Ich werde den Apfel besitzen, Alter ihr. Und euren Kopf hole ich mir auch. Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt. Ihr könnt nicht ewig davonlaufen. Nicht vor uns und nicht vor euren Lügen. Maria. Meine Liebe. Tja, Alter, ja, es tut mir leid. Sequenz 5 beendet. Yes! Ich sollte wirklich mal nachschauen, wie viele Sequenzen wirklich die Assassin's Creed Revelations hat. Auf jeden Fall nicht viele. Großartige Neuigkeiten, Claudia. Ich habe einen Namen erfahren. Manuel Palaiologos, der Neffe des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin. Ich bin beinahe sicher, dass dieser Mann die Templer anführt. Ich muss nun als nächstes einen verräterischen Janitscharen namens Tariq Barletti verhören und die Armee der Templer ausfindig machen. Bis dahin suchen Sophia und ich weiter nach dem letzten verborgenen Schlüssel. Ich weiß, dass meine Aussichten mit jedem Augenblick, der vergeht, schwinden. Und doch kann ich mich manchen Tages nicht erwehren, einige Mußestunden mit ihr zu verbringen. Ihre Stimme zu lauschen und ihr bewegtes Gesicht zu beobachten, wenn sie von Dingen spricht, die sie berühren. Ihre Bücher, ihre Stadt, ihre Erinnerungen. Fast fände ich es schade, den letzten Schlüssel zu finden. Es gibt auf jeden Fall neue Gegenstände beschmieden. Und ich denke mal, das ist ein Grund, da mal zum Schmied hinzugehen. Da ist einer. Tja, Duccio, mein Freund. Ich hatte den Erfolg noch gar nicht. Der ist doch nicht mal tot, der ist nur bewusstlos und ein Spasti. Also eine Mischung aus Dingen, die man keiner sein will. Und erstmal Wurfmesser werfen. Weil ich's kann. Jetzt habe ich nur noch ganz wenig Geld. Das kann man sich so kaum. Ein sizilianischer Rapier. Kostet nur 23.000. Axis Heerführer, sehr komm. Eure Münzen scheinen echt.
Hast du denn erwartet, dass die unecht sind? Komm, lass mich jetzt wieder mit dir sprechen. Ich hätte gerne noch was geguckt. Kleine Waffen. Ich werde es noch mal zählen. Ich denke, wir werden direkt mit den Missionen weitermachen. Weil jetzt müssen wir natürlich, wie jetzt schon im Brief angekündigt hat, Tariq Baletti, den Gar ausmachen und verhören natürlich dann. Ob er noch weitere Informationen hat über diverse andere Templer. Und wir werden sehen.